In diesen News geht es um den Apple-Hack, Tom Hiddlestons Zukunft mit Loki und die Gewinner der gestrigen Emmy-Verleihung. Ich bin Philippe und das sind die Techscalibur-News. Der Apple App Store wurde jetzt erstmals Opfer eines Hacking-Angriffs. Dabei wurde anhand des modifizierten iOS-Übersetzers Xcode Ghost Schadsoftware auf hunderte Apps gespielt, unter anderem auch auf das beliebte WeChat. Durch den Hack sollen allerdings nur unbedeutende Daten abgegriffen worden sein und ein richtiger Datenklau habe nicht stattgefunden. Lediglich Versionsnummern, Installationszeiten und Gerätenamen wurden abgegriffen. Wie unbedeutend die sind, das sei mal dahingestellt. Für Apple jedenfalls sollte es besorgniserregend sein, dass jemand Zugriff auf ihren sonst so sicheren App Store erhalten hat. Denn seit Bestehen wurden angeblich nur 5 Schadsoftwares identifiziert. Apple hat mittlerweile alle betroffenen Apps aus dem Store entfernt. Der Vorfall wurde jetzt erst bestätigt, scheint aber schon etwas länger zurückzuliegen, denn bei WeChat wurde der Schadcode bereits letzte Woche entfernt. Jetzt alle Marvel-Loki-Fans ganz fest festhalten. Wir haben möglicherweise schlechte Nachrichten für euch. Tom Hiddleston, der den bösen Stiefbruder Thors in Thor 1 und 2 sowie im ersten Avengers-Teil gespielt hat, weiß nicht, ob er nochmal in die Rolle des Frostriesen schlüpfen wird. Er glaubt, er sei dabei keine große Hilfe mehr. In einem Gespräch mit Chris Hemsworth, dem Thor-Darsteller, haben die beiden besprochen, wie sehr sich die Charaktere mittlerweile mit ihnen verändert hätten. Es sei schon 5 Jahre her, dass Hiddleston Loki das erste Mal gespielt habe und er wisse nicht, was er noch in Zukunft vorhabe. Ob der Schauspieler nochmal in die Rolle von Loki springt, werden wir spätestens am 3. November 2017 in Thor 3 sehen. Aufgrund seines enormen Beliebtheitsfaktors können wir aber mal von einem weiteren Aufeinandertreffen mit ihm ausgehen. Denk ich jetzt mal. Am Sonntagabend hat die 67. Emmy-Verleihung stattgefunden und für die ein oder andere Überraschung gesorgt. So hat Viola Davis als erste schwarze Frau den Emmy als beste Drama-Hauptdarstellerin für How to Get Away with Murder gewonnen. Und auch Jon Hamm konnte nach 15 vergeblichen Nominierungen endlich einen Emmy in den Händen halten. Als bester Drama-Hauptdarsteller. Beste Drama-Nebendarstellerin wurde Uzo Aduba für ihre Rolle als Crazy Eyes in Orange is the New Black. Letztes Jahr gewann sie diesen Preis noch in der Kategorie Comedy. Ihr Gegenstück dazu ist Peter Dinklage für die Rolle des Tyrion in Game of Thrones. Insgesamt war es sowieso der Abend der Fantasy-Serie, die aus 24 Nominierungen ganze 12 Preise absahen konnte. Wir verlinken euch alle Gewinner nochmal unten in der Videobeschreibung. Ist ein Emmy für eine Serie für euch ein möglicher Grund, diese zu schauen? Und glaubt ihr, Tom Hiddleston hört auf? Ich finde es nicht so schlecht, ich bin nicht so ein Fan von dem, aber egal. Unten in der Videobeschreibung alle Links zu unseren weiteren Videos. Hier oben 2 weitere Videos und hier unten abonnieren für noch mehr weitere Videos. Guckt das Video von gestern, da waren die Broken Thumbs nämlich bei uns, beziehungsweise in Tokio für uns. Ja, macht es gut. Tschüss. Schönen Montag noch. Boah, Montag ist immer so ätzend. Ich glaube, du bist nicht mehr im Bett, Philippe. Oh, okay.